Hey Freunde, was geht? Willkommen zu einem weiteren Video. Ja, und in diesem Video geht es mal wieder um den aktuellen Live-Summit. Es ist Mittwoch. Dieser Summit heißt Uptown Wilderness Live-Summit und da gehen wir auch direkt mal ins HQ. Und da nehmen wir erstmal die Belohnung von Motorshow an. Da bin ich auf Rang genau 250 mit 1.448.243 Punkten. Wir bekommen dafür Bronze-Paket mit 300.000 Follower, Ersatzteile, legendäre Teile verbessert und zwar für Rally Raid, Nitro-Mischer und für Platin bekommen wir eine Fenstertönung und zwar weiter Himmel selten. Dann nehmen wir das Ganze jetzt auch mal an und schauen uns doch direkt mal an, was es hier so alles gibt. So. Hier bekommen wir ein Ruhmpaket mit 400.000 Follower, legendäre Teile für Rallycross. Dann gibt es ein paar Reifen und für Platin gibt es den Jeep Wrangler in der Pioneer Edition. Und den wollen wir natürlich haben, ist ja klar, oder? Definitiv. Und dann nächste Woche Candy Rush, da können wir schon reingucken. Da fehlt uns ein Fahrzeug, ein Rallycross und zwar S1 EKS RX Quattro. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, ob das ein neues Fahrzeug dann ist, was dann mit dem Summit rauskommt oder ob man den schon kaufen kann. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Aber erstmal zur Belohnung. Hier, orangener Reifen für Platin und dann für Monster Truck ein paar Nitro-Mischer-Teile. Dann gibt es hier den Nitro-Chemiker. Ein Komplett-Set verbessert für Motocross. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen. Und dann Monster Crunch vom 9. bis 16. Juni. Da gibt es für Gold den Nissan 370Z Z34 Monster Truck Edition. Den kann man aber auch kaufen. Und dann gibt es für Platin Nitro, Eldritch, Selten. Und das war's dann auch schon erstmal wieder. Dann gehen wir kurz mal in den Shop rein und gucken, was wir hier so haben. Hier haben wir ein Vanity Pack mit drei verschiedenen Reifen. Lila, Blau und Grün. Und soll kosten 42.000 für drei Reifen. Ja, ist okay. Kann man nicht meckern. 60.000 wäre mir zu viel, aber durch den Rabatt 42.000 ist in Ordnung. Ja gut, das kann ich euch leider nicht zeigen. Das habe ich schon im Besitz. Dann Offroad. Was haben wir hier denn? Für 247.000 kriegen wir da zwei Fahrzeuge. Einmal den Jeep Wrangler Evo 1 und den Nissan 370Z Z34 in der Rally Cross Edition. Komm, dann kaufen wir das mal gerade. Und was haben wir noch? Uptown Wilderness. Da fehlt mir auch ein Fahrzeug und zwar die Corvette Grand Sport. Dann kaufe ich die auch mal. Dann haben wir das Bundle auch im Besitz und dann haben wir noch das Galaxy Bundle und da bekommen wir den Charger RT Hemi. Den solltet ihr aber euch so im Katalog kaufen und dann erst hier wieder reingehen. Dann braucht ihr nicht ganz so viele Crew Credits. Dann ist der Spulen-Effekt-Rauch dabei. Den finde ich sehr nice. Den benutze ich auch sehr, sehr oft. Und dann haben wir die Rundumleuchte weißer Strahler. Ja, die gefällt mir. So, was soll die kosten? 22.000 für den Strahler, weil ich den Spulen-Rauch-Effekt schon habe. Ich weiß jetzt allerdings nicht, was das Ganze kostet, wenn ihr davon noch gar nichts habt. Also wie gesagt, den Hemi solltet ihr so kaufen, dann sind die Crew-Credits im Endeffekt günstiger. So, dann haben wir hier alles im Besitz, außer das kaufe ich jetzt noch nicht. Dann haben wir hier, genau, die Rundumleuchte weißer Strahler habe ich gerade gekauft. Schwarze Fenstertönung, ja, brauche ich nicht zeigen, ist halt einfach eine schwarze Fenstertönung. Dann haben wir eine Hupe, ich zeige sie einmal. Alles klar. So viel zu der Hupe. Dann haben wir goldene Flügel unter Bodenbeleuchtung. Das Wort Boden fehlt. Aber ja. So. Sieht schon ganz geil aus eigentlich. Aber Moment, was kostet die? 31.000, also 32.000? Nö. Nö. Will ich nicht. Weißwandreifen, einmal kurz zeigen. So, mach Gasser. Dann seht ihr, wie das aussieht. Und dann geht's hier weiter mit. Oh, das sieht ja geil aus. Unterbodenbeleuchtung, Neonwellen. Das sieht ja cool aus. Ah, schade. Ich hatte gehofft, die bewegen sich vielleicht ein bisschen. Die pulsieren aber nur. Ja, sieht trotzdem nice aus.
Hat auf jeden Fall was. Gefällt mir auf jeden Fall. Dann gestreifter Squad X Reifen. Der Squad X Reifen sieht so oder so geil aus. Also, was soll man da schon großartig sagen? Er sieht einfach geil aus, der Squad X Reifen. Und dann zu guter Letzt weiß blinkende Unterbodenbeleuchtung. Ja, weißer Unterboden, der am Pulsieren ist. Man kennt ihn. Und der soll kosten 20.000, okay. Ich dachte jetzt auch schon wieder 32.000. Nee, aber 20.000, gut. Ich habe alles gezeigt hier im Shop, was ich zeigen kann. Dann geht es jetzt zurück in den Live Summit und dann geht es auch direkt los damit. Los geht es mit einem Tiefflug. Keine Einschränkungen. Dafür nehme ich die Harman Rocket HR3. Habe da den Punktebrecher eingebaut mit Test erprobt und Perfektionist. Und das sind meine Einstellungen. Sie sind ziemlich original. Eigentlich sind sie original, bis auf den Bodeneffekt. Und dann würde ich sagen, geht es auch schon los. So, hier gleich am Anfang drehe ich mich um und gucke, dass ich hier so in den Canyon reinkomme. Lange nicht mehr geflogen, den Canyon. Ah, Mist, ich hätte ein bisschen vorher einlenken müssen, aber ja gut. So, da will ich hin zum Wasser. Genau. Na komm, klingel noch mal ein bisschen weiter hier. So, 45.371 Punkte. Und dafür bekommen wir 157.000 Punkte. Und dann war es das eigentlich auch schon mit der ersten Aufgabe. Weiter geht's mit einem Slalom. Und dann kann es auch schon losgehen. Ich hoffe natürlich, dass jetzt nicht zu viele Leute hier im Weg sind. So. So, hier ein bisschen rum und halt links rum. Lang ist das Slalom nicht, aber man muss aufpassen, dass man die Kurven halt gut kriegt. Und dann haben wir jetzt hier 22.261 Punkte. 154.000 Punkte sind trotzdem annehmbar. Und dann geht es auch schon weiter zur Bojenzerstörung. Für die Bojenzerstörung nehme ich die Frauscher 1414 Demon und zwar auch wieder mit dem Punktebrecher und Test erprobt. Die anderen Werte sind mir alle egal, da habe ich nur so weit rekalibriert, weil da die anderen Werte eigentlich egal sind. Das sind meine Profi-Einstellungen, ein bisschen was ist hier verändert und dann geht es auch schon los. Und ja, es ist ein bisschen dunkel und es ist am Regnen. Stört mich jetzt aber nicht sonderlich. Die Bojen kann man ja sehr gut erkennen. So, hier müsst ihr eigentlich nur darauf achten, dass ihr so viele Bojen wie möglich mitnehmt. So, immer hier schön alles mitnehmen. Darauf achten, dass ihr möglichst viele Bojen zerstört. Dass ihr nicht zu schnell seid, aber auch nicht zu langsam. Ah, schade, schade, schade. Hier in der Mitte sind noch welche. Die hätte ich gerne noch mitgenommen. Aber 40.000 Punkte sollten eigentlich okay sein. Ich guck mal gerade. 156.000 Punkte. Das heißt, 40.000 sind auf jeden Fall in Ordnung. Und dann geht es auch schon zur nächsten Disziplin. Wir können ja am Samstag das Ganze noch ein bisschen verbessern. Aber mal gucken, vielleicht mache ich das auch schon unter der Woche und Samstag spielen wir dann irgendwie wieder was Just for Fun. Dass wir dann wieder New York fahren oder irgendwie Demolition Derby oder irgendwie ein paar witzige Sachen auf jeden Fall machen. So, und jetzt geht es zum Rallycross. Keine Einschränkung.
Und dafür nehme ich den Mitsubishi Lancer WRC05 und habe da den Nitromischer eingebaut mit pur und matschig. Ich wollte erst extra Portionen einbauen, aber habe mir gedacht, das ist eine komplette Offroad-Strecke. Ich versuche es auf jeden Fall mal mit matschig und das sind meine Einstellungen. Und da geht das Rennen auch schon los. Und dann mal hoffen, dass das beim ersten Mal hier klappt. Weil gleich vorweg, ich fahre keine Abkürzungen. Und gucke trotzdem, dass man so schnell durchkommt wie möglich. Was heißt, ich fahre keine Abkürzungen? Soweit mir bekannt, gibt es auch gar keine hier. Es gibt ja bei diesen S-Kurven hier, bei diesen Zickzack-Kurven ja immer mal die Möglichkeit zu resetten. Aber ich glaube, das lohnt sich hier gar nicht. So. Ihr müsst halt einfach aufpassen, dass ihr die Kurven schnell fahrt, aber auch nicht zu schnell, sonst fliegt ihr raus. Also ihr müsst da so einen goldenen Mittelweg finden. Und dann mal gucken, wie viel Zeit ich hier brauche. So, nicht zu viel rutschen. Das kostet nämlich Zeit, weil das Beschleunigen dann wieder langsamer ist. Ja, die Kurve hätte ich ein bisschen schneller fahren können. Aber naja. Ihr wisst ja, dass ich mir das auch gerne für Samstag aufhebe. Na klar gibt es ein paar Leute, die sich denken so, boah, Alter, mach doch kein Video, wenn du nicht safe im Platin bleibst im Video. Wo ich mir aber denke so, ja und? Dann habe ich euch aber trotzdem wenigstens gezeigt, wie es geht. Ne? Was für Strecken ihr fahren müsst, was ihr wo beachten müsst. Und die Leute, die mir länger zuschauen, die wissen, dass ich Platin schaffe. Boah, das war jetzt zu dunkel, da habe ich die Kurve zu spät gesehen. Naja, aber ja, also die Leute, die länger dabei sind, die wissen halt, dass ich Platin schaffe. Und das Problem ist auch, dass ich immer ein bisschen wenig Zeit habe, um die Videos aufzunehmen. Soll jetzt keine Ausrede sein oder so, aber ich hoffe einfach immer, dass ich so viele Punkte wie möglich fürs Video habe. Und dann habe ich ja immer noch eine ganze Woche Zeit, mich zu verbessern. Und samstags bin ich ja noch live. Und da kann man sich ja auch gemeinsam verbessern mit Windschatten und so weiter. Aber hier will ich jetzt erstmal gucken, dass ich auch selber so viele Punkte wie möglich schaffe. Und ihr seht schon, ich fahre die Strecke echt regulär. Also ich mache keine Resets oder sowas. Und dann sollte das auch alles gut funktionieren. Immer mal ein bisschen NOS durch, also Nitro. Ich sag immer noch NOS. Ich bin so gebrandmarkt, wollte ich sagen, von Need for Speed und Too Fast and Furious, die Filme. Also The Fast and the Furious, Too Fast and Furious und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Mal hier unten nochmal ein bisschen aufpassen. Wenn es links und rechts hin und her geht, da kann man schnell rausfliegen. Hier in den Kurven. Und wie gesagt, immer darauf aufpassen, dass hier nicht zu viel rutscht. Driften ist toll in dem Spiel, aber da nach dem Drift dauert das Beschleunigen halt zu lange und dann verliert ihr wertvolle Sekunden oder halt Millisekunden, wie auch immer. Und das haben wir hier 3 Minuten 35, 880. Mal gucken, was wir da bekommen. 124.500 Punkte. Also ich denke mal, 330 sollte auf jeden Fall drin sein und dann 125, 126.000 sollte auf jeden Fall machbar sein. So, weiter geht's mit dem Street Race und der Corvette Grand Sport. Und da habe ich natürlich auch den Nitromischer drin mit Pur- und Extraportion. Und das sind meine Einstellungen. So, und dann geht's auch schon los. Das Rennen ist nicht sonderlich schwer und auch nicht lang. Wir fahren hier 3 Runden
und die Runden sind echt kurz. Also mit kurz meine ich wirklich, wirklich kurz. Wir haben zwei Abkürzungen. Hier ist schon die erste. Die ist vielleicht ein bisschen knifflig, wenn ihr die noch nie gefahren seid. Da müsst ihr etwas aufpassen wegen dem Pfeiler in der Mitte und dass ihr da gut durchkommt. Aber ansonsten ist das Rennen nicht sehr schwer. Hier haben wir schon die zweite Abkürzung. So, beim ersten Mal haben wir hier diese gelben Dinger jetzt durchgefahren. Durchgefahren, genau. Guten Morgen, Marvin. Ihr wisst, was ich meine. Die Absperrung sind wir da durchfahren. Und jetzt sind wir auch schon in der zweiten Runde und fahren hier wieder rum. So, hier einmal durch. Und dann haben wir hier schon wieder die Abkürzung nach der Kurve. Und jetzt sind die gelben Dinger nämlich nicht mehr da. Aber ihr habt ja jetzt gesehen, wie das aussieht. Und dann fahrt ihr da einfach durch. Und dann ist auch jetzt schon wieder die zweite Runde beendet. So. Und jetzt geht es schon wieder in die dritte und letzte Runde. So, nicht zu schnell, damit ihr hier auch die Abkürzung bekommt. Oh, nicht ausbrechen, Auto. Ah, Mist, da habe ich mir jetzt echt eine Sekunde kaputt gemacht. Aber ihr werdet das bestimmt besser hinbekommen. Wenn auch nicht beim ersten Mal. Aber übt die Strecke. Dann sollte die ziemlich schnell sitzen. Und dann ist das Rennen hier auch schon wieder fast beendet. So, jetzt kann ich hier ein bisschen Nitro durchdrücken. Und dann können wir hier ins Ziel fliegen. Und dann ist das Rennen geschafft mit 1 Minute 36 Sekunden. Und dann mal gucken, was wir hier für eine Punktzahl bekommen. 128.000 Punkte sind auf jeden Fall annehmbar. Das ist eine schöne Zahl. Und dann geht es auch schon weiter zur nächsten Strecke. Und zwar zum Rally Raid. Und da habe ich mich für den Ford Raptor entschieden. Und zwar den F-150 SVT Raptor Evo 1 in der Enforcer Unit Edition. Und da habe ich den Nitro-Micher drin mit pur matschig und extra Portion. Matschig habe ich mir extra mit eingebaut. Hier in dem ersten habe ich matschig, da habe ich extra Portion, matschig, extra Portion, extra Portion, extra Portion und nochmal matschig eingebaut. Das heißt, ich habe mir dreimal matschig dazugelegt. Und zwar, wie gesagt, mit voller Absicht, damit ich ein bisschen schneller im Offroad bin. Man kann jetzt spekulieren, ob komplett extra Portion schneller ist oder ob matschig schneller ist. Ist mir ja eigentlich relativ Rille. Ich probiere meine eigenen Einstellungen aus und das sind meine Profi-Einstellungen. So, und dann geht's auch schon los. Das ist ein Zeitrennen. Ihr müsst eine Zeit unterbieten und zwar 5 Minuten 7, 7, 9, 8. Naja, aber das ist ja ganz einfach. Und dann geht's auch schon los. Wir fahren erstmal hier lang und hier kommt auch schon die erste Abkürzung. Ihr fahrt einfach hier so quer rüber und dann seht ihr jetzt diese drei gelben Dinger. Da fahrt ihr einfach durch und dann habt ihr hier schon die erste Abkürzung. Dann ihr schräg durch die Bäume durch und ja, dann habt ihr schon die erste Abkürzung genommen. So, nach dem nächsten Checkpoint bzw. im nächsten Checkpoint gibt es was zu beachten. Ihr fahrt jetzt nicht geradeaus dadurch, sondern haltet euch schon rechts. So, dann habt ihr nämlich das Glück, dass ihr hier so gut durchkommt wie ich gerade. Weil das Problem ist, wenn ihr da einfach geradeaus reinfahrt und ihr habt gute Geschwindigkeit, könnt ihr in die Berge reinknallen und das wäre natürlich uncool. So, und bergab, hier könnt ihr auch durch ein bisschen Nitro benutzen, immer so ein bisschen antippen. Und bergauf natürlich sowieso, weil es euch bremst. So, so und auf der, hier unter der Brücke haben wir die nächste Abkürzung und da fahren wir einfach hier quer durch das Gebüsch durch. Traut euch einfach, einfach quer durchfahren und dann ist auch diese Abkürzung geschafft. So, hier so ein bisschen links halten, nicht doll, aber ein bisschen, damit ihr da auf der rechten Seite nicht in die Berge reinknallt. Dann hier quer durchfahren und rüberspringen. So, Nitro ist wieder voll, das ist sehr schön. Und dann einmal hier rüberspringen. So, hier ein bisschen rechts halten. So, und dann hier links. Genau, so quer durch. So ist das richtig. Und so ist das der kürzeste Weg auf jeden Fall. Und nach dieser Kurve oder nach diesem Checkpoint beziehungsweise fahrt ihr direkt schon links hier. Schön links halten. Und da fahrt ihr links dran vorbei und nicht rechts. So, ihr macht das so, genau. Genau so. Und hier auch schon links halten.
Und dann kriegt ihr auch diese Kurve. Ah, nicht so doll rutschen. War jetzt nicht ganz so cool. Nimmt ein bisschen Zeit weg, aber das geht noch. So, hier ist eine Straße, aber da fahrt ihr trotzdem links. Denn hier ist der nächste Checkpoint. Hier auch ein bisschen links halten, nur nicht zu weit. Weil links sind die Berge. Und hier in der Mitte ist dieser blöde kleine Felsen. Der nervt natürlich. Wenn ihr da gegenfahren solltet, dann ist eure Zeit natürlich hin. So, hier fahre ich immer rechts dran vorbei. Da springe ich gar nicht rüber, weil springen bremst eh meistens. Und jetzt können wir hier wieder ein bisschen mit dem Nitro spielen. Immer schön über 280 bleiben, am besten 290 immer ungefähr. Und dann haben wir das auch schon fast geschafft. Hier ist nochmal so ein bisschen aufpassen. So, hier kommt jetzt mal ein kleiner Sprung noch. So, da könnt ihr entweder hier rüberfahren, so wie ich das jetzt mache, oder links die Schanze benutzen. Aber wenn ihr die Schanze benutzt, dann solltet ihr nicht zu viel Nitro drücken. Denn dann habt ihr das Problem, dass ihr im Wasser landen könntet. So, hier fahre ich links dran vorbei. Das ist nämlich kein Checkpoint. Viele denken, das wäre ein Checkpoint. Ist es aber nicht. So, und jetzt fahre ich hier einfach mein Nitro komplett aus. Und dann sind wir auch schon im Ziel mit 2 Minuten. Komm schon, komm schon. Na, 38 oder? Ja, 38,093. 3 Minuten 38, habe ich gerade 2 gesagt? Ne, ist ja auch egal. 3,38 geht noch ein bisschen besser, würde ich sagen, ne? 132.000 Punkte sind aber trotzdem okay. Ah, Mann, komm, ey. 3,35 hätte ich mir erhofft. 3,35, 3,34 hätte ich mir erhofft, aber... Ja, ich bin einmal ein bisschen weggerutscht, ihr habt ja gesehen. Aber ansonsten ist das Rennen auch nicht sonderlich schwer. Dann geht es weiter mit dem Street Race und einem vorgeschriebenen Fahrzeug. Und zwar ist das der Jeep Wrangler in der Pioneer Edition, den wir gewinnen können. Und dann geht's auch schon los mit diesem Rennen. So, erstmal hier am Anfang gleich wieder an alle dran vorbeifahren. Und mir gefällt der Jeep. Ich finde den echt cool. Ich freue mich auf jeden Fall schon darauf, den zu tunen und den zu fahren. So, und ansonsten gibt es hier nichts großartig was zu beachten. Die Strecke zieht sich ein bisschen lang. Aber ansonsten, die Kurven sind leicht. Und ja, viele gerade Ausstrecken. Deswegen, hier könnt ihr perfekt mit euren Freunden im Windschatten fahren. Also diese Strecke Windschatten, da könnt ihr so viel Zeit gut machen. Wenn ihr gut koordiniert seid und ihr euch nicht gegenseitig wegrammt und wirklich miteinander spielt und euch gegenseitig helft, könnt ihr hier auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Zeit hinlegen. Und ich glaube, dass hier am Anfang diese Doppelkurve da, ich glaube, das ist schon eine der härtesten Kurven in den Rennen gewesen. Ich denke, der Rest sind alles easy-peasy-Kurven. Und ja, ich glaube, nee, hier gibt es nicht großartig was zu beachten. Jetzt können wir ein bisschen Smalltalk halten. Und ja, das können wir ja mal machen. Wenn euch das Video bis hierhin schon gefallen hat, dann lasst mir doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, lass mir ein kostenloses Abo da. Was sage ich? Abos sind immer kostenlos, es sei denn, ihr wollt eine Mitgliedschaft. Die Mitgliedschaft geht ab 99 Cent los, aber das ist natürlich euch überlassen, ob ihr das wollt, ob ihr das nicht wollt. Ein Abo ist natürlich kostenlos. Macht die Glocke an, dann verpasst ihr keine weiteren Videos mehr. Und wenn du mal live dabei sein willst, dann solltest du mir noch auf Twitch folgen. Ist natürlich auch kostenloses Folgen. Und dann kannst du dich auch am Chat beteiligen oder kannst sogar mal mitfahren, wenn du Bock hast. Und so, ja. Doch, das Rennen ist sehr, sehr einfach. Wir haben jetzt hier, warte mal, 45%. Natürlich zieht sich das ein bisschen, weil der Wagen so langsam ist. Oh, Kurve ein bisschen falsch genommen. Jetzt habe ich ein bisschen gebremst. Ich hätte nur vom Gas gehen brauchen. Aber ja, egal. Komm, drücken wir mal hier ein bisschen Nitro durch. Dafür haben wir es ja. Jetzt warten, bis es wieder voll ist. Macht aber auch irgendwie Spaß, so ganz gemütlich hier die Landstraßen lang pesen. 7 Sekunden Vorsprung nur. Eieieiei, das geht ja mal so gar nicht. So, jetzt hier Nitro wieder durchdrücken. Und ja, was soll ich sagen? Ihr merkt das schon, es zieht sich auf jeden Fall. Thank you.
So, ich habe das jetzt mit einem Zeitraffer gemacht, damit euch das nicht zu langweilig wird hier. Mir dabei zuzugucken, wie ich immer geradeaus fahre. So, und 3 Minuten 58 haben wir hier. Wie gesagt, vorweg, ne? Ihr könnt das mit Freunden machen und dann holt ihr natürlich viel, 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 viel bessere Zeiten hier raus. Ich weiß nicht, ob da dann sogar 130.000 Punkte drin sind, aber ich denke mal, dass das auf jeden Fall möglich ist. Und weiter geht's mit dem Mope Quicksand Konzept und das ist auch ein Rally Raid und da habe ich auch den Nitro-Mischer eingebaut mit pur, matschig und extra Portion und das sind meine Einstellungen. So, da geht das Rennen auch schon los und ich will ehrlich mit euch sein, ich mag es überhaupt nicht. Ich finde das Rennen sogar sehr, sehr ätzend. Die Hälfte des Rennens ist okay, die andere Hälfte des Rennens ist absoluter Mist. Das Einzige, was ich hier gut finde, ist meine Folie, die ihr gerne benutzen könnt. Aber ansonsten finde ich hier nichts gut. Das Rennen macht mir genauso viel Spaß, als wenn man ohne Handschuh in ein Hornissennetz reinpackt und da so ein bisschen rumwühlt. Aua! Also... gar keinen Spaß. Das würde mir nämlich auch keinen Spaß machen. Also, boah. Ich meine, nicht, dass ich wüsste, wie das ist, aber... also, nee. Komischer Vergleich. Ja, aber egal. Ich mag das Rennen einfach nicht. Ah, es ist einfach nicht toll, das Rennen. So, hier quer durch. Hier auch quer durch. So. Tada. Einfach hier quer durchfahren. Hier am Anfang ist alles okay. Alles kein Problem. Cooles Rennen sogar bis hierhin. Alles gut. Aber gleich wird es irgendwann doof. Ich sag euch, ab wann ich es doof finde. Hier ist auch noch okay. Hier ist noch alles gut. Hier fahre ich so ein bisschen rechts lang. Keine Bäume im Weg. Ein bisschen Gebüsch, aber sonst nichts. Hier ist auch alles noch okay. So. Hier fahre ich auch noch quer durch. Auch noch alles okay. Alles gut. Hier auch. Hier ist auch noch alles gut. So, hier vorsichtig rüber halt. Nicht so ausschwenken hier. Das war nicht sehr gut. Aber egal, ich will einfach nur noch ins Ziel, ganz ehrlich. So. Hier ist auch noch alles okay. Hier fahre ich da quer durch. Halt, halt, halt. Nicht so rumeiern, Auto. So, hier quer durch. Hier lang. So, und ab jetzt wird's blöd. Hier wird es doof. Hier weiß ich nicht, wo ich lang soll. Hier vorsichtig durch. Ah, toll. Hängen geblieben. Ganz geil. So, da rüber springen. Hier jetzt quer durch. Rüber, rüber, rüber. Vorsicht. Und dann hier ins Ziel. So, aber ich mag das Rennen einfach nicht. 2,19. Boah. Ist bestimmt schlecht. Bestimmt ganz, ganz schlecht ist das. Boah, 119.000 Punkte. Weg damit. Ich will das Rennen nicht mehr sehen. Boah. So ein dummes Rennen. Ich werde vielleicht im Livestream noch versuchen, das ein bisschen zu verbessern. Aber ansonsten finde ich das ein ganz, 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 ganz mieses Rennen. Ich finde es echt blöd. So. Dann geht es jetzt weiter zum letzten Rennen und zwar Hypercar mit der Corvette C7 ZR1 Convertible. Und da habe ich den Nitro-Mischer drin mit Pur- und Extra-Portion und das sind meine Einstellungen. Und dann geht das Rennen auch schon los und ja, ich finde es total witzig, hier mit einem Hypercar zu fahren. Aber ja, sowas hat es ja schon mal gegeben. Also von daher ist das jetzt auch nicht so überraschend. So, hier nehmen wir natürlich die Abkürzung. So. Gucken, dass man da ordentlich durchkommt. Ist natürlich mit dem Hypercar ein bisschen merkwürdig. Weil das hier so eine kurze, kleine Strecke mit vielen Kurven ist. So. Da ist die erste Runde auch schon beendet. Hier wieder die Abkürzung fahren.
einfach gucken, dass man hier gut durch die Kurven kommt. Das ist echt merkwürdig, mit so einem schnellen Hypercar dann noch hier durchzufahren. Ah, nicht da reinballern. Jetzt hat er voll überdreht, der Wagen. Durch einen kleinen Fahrfehler natürlich. Eine Minute 50 geht bestimmt schneller. 1,50, ja. Eine Minute 50. Boah, keine Ahnung, ob das eine gute Zeit ist, ehrlich gesagt. 112.000 nur. Boah, das geht auf jeden Fall besser. Was haben wir denn da für eine Punktzahl am Ende jetzt? 1.309.000 nur. Das ist jetzt nicht ein Lifestyle, der auf 1.400.000 Punkte geht. Das ist diesmal nicht so der Fall. Das ist wieder einer, der wird auf 1.311, 1.315 ungefähr gehen. Ist jetzt meine Vermutung, weil es halt jetzt wieder normale Events sind. Ich werde natürlich im Live-Summit hier diese beiden, noch verbessern. Aber ansonsten bin ich jetzt erstmal fürs Video mit den Punkten zufrieden. Und ja, nochmal an die, die der Meinung sind, ich soll das Video gar nicht erst hochladen, wenn ich nicht sicher in Platin bin, ist mir völlig egal. Ich mache das für die Leute, die das gerne sehen wollen. Ihr wisst jetzt, wie die Events alle funktionieren, was ihr zu tun habt. Ihr wisst die Profi-Einstellung. Ihr wisst, welche Fahrzeuge am besten dafür sind. Und genau das ist das, was ich euch zeigen möchte. Und ansonsten bin ich am Samstag wieder live ab 14 Uhr. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Und ansonsten war es das mit dem Video hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Wenn du neu bist, lass mir auf jeden Fall ein Abo da. Natürlich kostenlos. Aktiviere die Glocke. Aber das solltest du ja so oder so tun. Denn sonst fahren in Zukunft alle deine Fahrzeuge nur noch rückwärts. Haha. Nee, kleiner Spaß am Rande. Ich bin raus, Leute. Und sage ciao. Euer Marvin Keno.